Das hier, was ihr hier seht, soll das älteste Licht im Universum zeigen. Das nennt man Cosmic Microwave Background oder kosmische Hintergrundstrahlung. Es ist die übrig gebliebene Strahlung des Urknalls, die wir ja gerade eben widerlegt haben, ja? Aber sei es drum. Es ist die einzige Strahlungsquelle, die bislang entdeckt wurde und aus allen Richtungen des Himmels auf die Erde trifft. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist das quasi das Nachglühen des Urknalls, so die offizielle Behauptung. Hier nochmal ein Disclaimer, damit auch kein Missverständnis meinerseits jetzt eingegangen wird. Ne? Also Strahlung, die aus dem Himmel kommt, kann man messen. Es ist elektromagnetische Strahlung, die von allem und jedem ausgeht. Und natürlich kann man auch Objekte in den Himmel aussenden, um von dort aus Messungen vorzunehmen. Flugzeuge, Drohnen, Ballons, alles Mögliche. Das bedeutet aber nicht, dass man dieses Märchen von einem 13,8 Milliarden Jahren alten Universum, einem Vakuumweltall, diesen absurden Entfernungen und Größen von Lichtern, genannt Sternen und so weiter, akzeptiert. Also quasi alles, was nachweislich allen bekannten physikalischen Gesetzmäßigkeiten widerspricht. Wir müssen aber auch hier die offizielle Version anschauen, damit jeder selbst erkennen kann, wie absurd diese Märchen sind, wie offenkundig man Ergebnisse von Experimenten verdreht und dabei vollkommen unwissenschaftlich handelt, das alles nur um eine Religion des Sonnenkults nicht in Frage stellen zu müssen. So, und schauen wir uns jetzt mal an. Es gab drei Sonden, so nennt man das ja auch, was auch immer das war. Einmal die COBE-Sonde, einmal die WMAP-Sonde und dann vom Max-Planck-Institut 2009, das war die aktuellste. Die waren alle mehrere Jahre im Weltall unterwegs, so die offizielle Aussage. Und die haben sozusagen diese Aufnahmen gemacht. Ja? So, gucken wir uns mal kurz das Video an, damit man das nachvollziehen kann. Hier seht ihr die Aufnahme von dem Planck. Hier seht ihr jetzt, wenn man warm und kalt sozusagen trennt, man sieht hier schon, dass eben eine gewisse Struktur zu erkennen ist, was eigentlich nicht sein dürfte. Dann haben die so eine Linie durchgelegt, die halt mit den Äquinoxen zusammenfällt von der Erde. Wir reden hier nicht über irgendwie kleinen Bereich, sondern das gesamte Universum. So, und dann hat man eben diese, gucken wir uns gleich an, diese Projektion in eine Kugel überführt. Das ist jetzt nicht die Erde, nur damit man das halt weiß. So, also diese S-förmige Linie stellt die Ebene der Ekliptik dar. Das ist die Ebene der Umlaufbahn der Planeten um die Sonne. Man kann sehen, wie warme und kalte Abschnitte der CMB-Karte sauber unterteilt werden. Die haben diese Linie Axis of Evil, Achse des Bösen genannt. Ja? Und jetzt verwandeln wir, das nennt sich Mollweide-Projektion, in eine Kugel und drehen unser Universum so, dass die S-förmige Linie der Ekliptik zur dunklen Linie durch die Mitte der Kugel wird. Also diese zwischen den warmen und kalten Bereichen des CMB liegende Ebene wird zum Gitter, entlang dessen man sich nun durch das gesamte sichtbare Universum bewegt, werdet ihr gleich sehen, beginnend an dem Punkt, an dem der Raum erstmals transparent wird. So, werdet ihr gleich sehen. Und sich Strukturen zu bilden beginnen. Also wir simulieren quasi den Urknall und reisen sozusagen vom Urknall in Richtung Erde. Ja, seht ihr gleich. Bis hin zu unserer eigenen Milchstraßengalaxie. Unerklärlicherweise erreichen wir unsere eigene Nachbarschaft, unsere Sonne und schließlich unser Zuhause. Ja, und das ist natürlich Kryptonit für die Globusgläubigen. Schauen wir uns das mal an. Also hier ist sozusagen die Darstellung. Und jetzt fliegt man sozusagen gefühlt durchs Weltall immer entgegen in dieser Linie entlang und man landet tatsächlich, ja, exakt auf der Erde. Ja, so. Und das darf natürlich nicht sein. Ich weiß nicht, wem das bewusst ist, aber das darf nicht sein. Deswegen nennen sie es halt Achse des Bösen. Und da kommt dann unser Freund Lawrence Krauss auch ins Spiel, der ja ein bekennender Atheist ist, ja. Und er sagt dann eben sowas wie, wenn man sich die CMB-Karte ansieht, sieht man auch, dass der beobachtbare Aufbau tatsächlich auf seltsame Weise mit der Erdebene um die Sonne korreliert. Also diese Ekliptik. Kommt etwa Kopernikus zurück, um uns zu verfolgen? Das ist verrückt. Wir schauen auf das ganze Universum. Es sollte keine Korrelation im Aufbau herzustellen sein mit der Bewegung der Erde um die Sonne, der Ebene der Erde um die Sonne, der Ekliptik. Das würde bedeuten, dass wir wirklich das Zentrum des Universums sind. Ja? So, und das hat sogar Edwin Hubble, ja, in seinen Ausführungen damals gesagt. Wir müssen das auf jeden Fall vermeiden. Hier steht es nochmal, hatte ich ja auch zum Teil im ersten Teil mal gebracht. Ein solcher Zustand würde bedeuten, dass wir eine einzigartige Position im Universum einnehmen. In gewissem Sinne analog zur alten Vorstellung einer zentralen Erde. Diese Hypothese kann nicht widerlegt werden, ist aber unwillkommen und würde nur als letztes Mittel zur Rettung der Phänomene akzeptiert. Deshalb lassen wir diese Möglichkeit außer Acht. Und weiter? Doch die unliebsame Annahme eines bevorzugten Standortes muss um jeden Preis vermieden werden. Hört sich das nach Wissenschaft an? Ja? So.
Deshalb und um den Schrecken, das nennt der Horror, ne? Escape the Horror heißt es ja auf Englisch, und um den Schrecken einer einzigartigen Situation zu entgehen, muss man dies und jenes machen. Also kommen wir zum Fazit, lieber Steffen, von Teil 4. Das ganze Ding ist rein Religion getarnt als Wissenschaft. Egal ob Albert Einstein, Edwin Hubble, Stephen Hawking, Arthur Eddington, Wolfgang Pauli und wie sie alle noch sonst so heißen, sie alle erklären, dass man von der Erde aus nicht beweisen kann, dass sich die Erde bewegt. Sie alle geben auch unumwunden zu, dass sie ein Modell erstellen können, das alle Beobachtungen in einem geozentrischen Modell mit einer stationären Erde im Zentrum erklärt. Denn sie können einfach nicht beweisen, dass es die Erde ist, die sich bewegt. Ein geozentrisches Modell, liebes Publikum, mit einer Erde im Zentrum, ist aber sogar zu 95% akkurater, denn es kommt ohne diese mathematischen Absurditäten wie dunkle Energie und dunkle Materie aus, die wir ja letztes Mal hatten. Ja? Diese Priester haben sich aber nun mal dafür entschieden, an das kopernikanische Prinzip zu glauben, denn es ist eine Religion und eben keine Wissenschaft. Sie haben keine Substanz, sondern nur absurde Vorstellungen, die sie als Wissenschaft tarnen. Wenn man das aber aufzeigt, dann werden sie ausfallen, denn sie selbst hassen Religion und auch oft die Vorstellung einer übergeordneten Macht eines Gottes. Sie betreiben aber eine Religion und das ist nachweislich ein Fakt. Es ist ein Glaubenssystem, das auf der Lehre von irdischen Menschen aufgebaut ist, welches frei von empirischen, verifizierbaren Beweisen ist und noch schlimmer, alle hierauf basierenden und durchgeführten Experimente widerlegen ihre Religion und stehen zudem sogar gegensätzlich zu der erlebten Realität. Also was machen sie? Verwerfen sie ihre sogenannte Theorie, wie es die echte Wissenschaft vorgibt? Nein, sie bauen Lügen auf weiteren Lügen und erfinden schwachsinnige Erklärungen, um das, was nicht passt, passend zu machen. Sie ändern gedanklich einfach die Länge, Zeit und Masse bewegter Objekte und verkaufen ihre Pseudowissenschaft als nicht falsifizierbare Realität. Warum? Weil alles einfach relativ ist. Ganz einfach. Dann schauen Sie sich die kosmische Hintergrundstrahlung an. Aber auch die zeigt, dass sich unsere Erde im Zentrum befindet. Also was machen Sie? Sie nennen es die Achse des Bösen. Wie wissenschaftlich ist so etwas als Böses zu bezeichnen, was einem nicht gefällt? Korrekt. Gar nicht. Das ist ein religiöser Fanatismus und reine Ideologie, denn es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Dann kommen sie neben ihren ganzen Anomalie- und Messfehlerbehauptungen mit einer neuen Idee, pass auf, Steff, einer neuen Ad-Hoc-Hypothese, um der Realität nicht nachzugeben. Ja, es sieht tatsächlich so aus, als wären wir ein Zentrum, sagen sie. Aber das muss einfach nur bedeuten, dass egal, wo man sich im Universum auch befindet, es so aussehen würde, als wäre man im Zentrum. Ja? Wenn man aber ehrlich wäre und das Gesetz der Sparsamkeit, was wir ja letztes Mal hatten, anwendet, dann wäre die logische Antwort, es sieht deswegen so aus, weil wir uns auch tatsächlich im Zentrum befinden. Ganz einfach. Sie leugnen einfach all die nachweislich erfolgten und empirisch überprüfbaren Widerlegungen, die ihr Globusmodell zerstört haben. Denn die Realität ist, dass die Wahrheit über unsere Erde und unser sogenanntes Universum für sie unvermeidbare spirituelle Implikationen und moralische Auswirkungen hätte. Denn es würde bedeuten, dass die Erde intelligent geschaffen und hier platziert wurde und damit eine besondere und einzigartige Position ausfüllt. Und alles, was die Hohepriester der Helioglobus-Religion von der Kanzel predigen, wäre dann falsch. Und sie selbst wären dann tatsächlich nur Staubkörner im Furz der Zeitgeschichte und sie würden vom Wind weggefegt, als hätten sie und ihr Schwachsinn nie existiert.